Dort, wo die Sonne aus gebündelten Laserstrahlen scheint und Leben in sich aufsaugt, wo Farben zur Bedrohung werden, wo Unendlichkeit in Quadrat und Rhomben aufgeteilt wird, dort ist die Welt von Tron. Tron ist ein Computerprogramm, heute noch Vision, abhängig von menschlicher Fantasie, von unserem Denken. Vielleicht ist Tron schon morgen Wirklichkeit. Die Entscheidung liegt bei uns, den Usern. Schon 2 Tage hat Flynn sich nicht rasiert. Was soll's? Es gibt Wichtigeres. Wie ein Tiger im Käfig geht der junge Mann in seinem Büro auf und ab. Seine Gedanken jagen einander wie die Lichtrenner seiner Videospiele. Warum? Warum hat Ed Dillinger, der Präsident des Encom Computer Imperiums, ausgerechnet ihn entlassen? Flynn glaubt zwar den Grund zu kennen, ihm fehlen aber die Beweise. Ja. Je mehr der junge Mann darüber nachdenkt, desto sicherer wird er. Ed Dillinger, einst Software-Ingenieur wie er selbst, hat Flynns Programme gestohlen und damit seine eigene Karriere aufgebaut. Da Flynn es gewohnt ist, außerordentlich präzise vorzugehen, hat er ein Ermittlungsprogramm entworfen. Dieses Programm, Clue, soll aus vielen Einzelinformationen die Beweise gegen Ed Dillinger zusammentragen. Für diese Unternehmung allerdings gibt es nur einen Weg. Flynn muss mit dem MCP, dem Master-Control-Programm des Encom, in Verbindung treten. Das MCP ist ein monströses Riesengedächtnis, in dem Milliarden und Abermilliarden von Informationen gespeichert sind. Und irgendwo in diesem elektronischen Superhirn liegen die Beweise gegen Ed Dillinger. Obwohl Flynn äußerst angespannt ist, gleiten seine Finger leicht über die Tastatur des Computerterminals. Im Bruchteil einer Sekunde hat Flynn, dem das geheime Kennwort, der Zutritt zum Encom bekannt ist, den Kontakt zum High-Priority-Netz des zentralen Computers hergestellt. Nun fehlt ihm nur noch die Verbindung zu Clue. Er bittet Zugang zum Clue-Programm. Okay, Clue, heute Abend checken wir alles im rechten Kontrollfeld. Ja, Sir. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um diese Videodaten zu finden. Höchste Prioritätsstufe. Ja, Sir. Ich verstehe, Sir. Also, ich habe dich programmiert. Ja, Sir. Ich habe dir alles beigebracht, was ich über dieses System weiß. Vielen Dank, Sir, aber ich bin kein nicht aber, sicher. Kein Aber, Clue. Das Wort ist Usern vorbehalten. Also, du bist das beste Programm, das ich je geschrieben habe. Du bist zäh und hartnäckig. Lass mich auf die Daten los. Das ist die richtige Einstellung. Dann lass den Panzer nicht zum Stillstand kommen. Ich werde versuchen, dir von hier aus Deckung zu geben. Flynn lehnt sich zurück. Er lenkt seinen Videopanzer und blickt wie gebannt auf den Bildschirm vor sich. Und zum 1000. Mal stellt er sich ein und dieselbe Frage. Was geht im Innern dieses Computers wirklich vor? Eine steht fest. In diesen Stromkreisen befindet sich ein gesamter Kosmos. Ein Digitalkosmos. Ein wohlgeordnetes Universum, dessen Bausteine Billionen von Informationen sind. In den Videospielen gibt es verschiedene Figuren, die gegeneinander kämpfen. Zinnsoldaten der Neuzeit. Sind diese Figuren nicht das Spiegelbild ihres Programmierers, ihres Users? Oder sind sie nur Marionetten seines Denkens, seiner Schaltung? Was passiert, wenn nun die Computerhelden Bewusstsein erlangen, wenn ihr gespeichertes Wissen zur Erinnerung wird? Clue umklammert die Lenkung seines Panzers fester. Hat er die Gedanken seines Users erraten? Auf jeden Fall ist Clue davon überzeugt, ein Bewusstsein zu haben. Schließlich gibt es um ihn herum eine Wirklichkeit. Die Wirklichkeit von Milliarden von Schaltkreisen, durch deren Labyrinth er sich mit seinem Tank den Weg bahnen muss. Noch hat Clue keine Erinnerung. Ihm ist aber bewusst, dass er dem Denken eines menschlichen Hirns entsprungen ist. Flynns Hirn. Flynn ist Clues Programmierer und User. Und es ist Flynn, der Clue durch das Labyrinth der Datenbanken schickt, damit er Beweise gegen Dillinger finde. Da! Nur wenige Meter über Clue schwebt,
einer von Dillingers Todesschwadron. Ein zweiarmiger Deaktivierer heran. Er versucht, Clue mit einer seiner beiden Greifzangen zu fassen. Sofort meldet Clue sich bei Flynn. Hoffo, wir haben Gesellschaft. Darf nicht wahr sein. Deaktiviere. Die wimmeln hier nur so rum. Ein grauenhafter Aufprall erschüttert Clues Tank. Clue richtet seine Laserkanone gegen den Deaktivierer. Er trifft. Wie ein Mensch atmet Clue auf. Doch schon schweben zwei weitere Deaktivierer herbei. Verdammt nochmal! Okay, Clue, versuchen wir es nochmal. Doch zu spät. Der dritte Deaktivierer erwischt Clue. Und schon schwindet Clues Bewusstsein in einem bläulich-weißen Blitz. Wieder mal im Arsch. Das war mein bestes Programm. Wie betäubt blickt Flynn auf den leeren Bildschirm. Wieder einmal hat er den Kampf gegen das MCP verloren. Dieses Programm, dieses Master-Kontrollprogramm gewinnt täglich an Macht. Wenn ihm nicht Einhalt geboten wird, wird es eines Tages die Kontrolle über den gesamten ENCOM-Konzern übernehmen. Ein Programm, das sich selbstständig macht. Welch apokalyptische Vorstellung. Es ist spät. Mr. Dillinger, Präsident des ENCOM-Imperiums, verabschiedet Peter, seinen Sekretär, und tritt in visuellen und akustischen Kontakt mit dem MCP. Hallo, Mr. Dillinger. Es geht um Ihren Freund, den Amateurdetektiv. Er spioniert mal wieder rum. Aha, Flynn? Ja. Er will immer noch an diese Videodaten. Wir müssen was unternehmen. Ich habe sie bereits in meinem Datenspeicher deponiert, den er noch nicht lokalisiert hat. Doch möglicherweise findet er ihn. Das fürchte ich auch. Ich habe bereits eins seiner Programme entdeckt und abfangen lassen, aber er wird immer raffinierter. Ich finde, wir sollten jeden Systemzugang sperren, bis wir Flynn haben, um ganz sicher zu gehen. Die Chancen, dass Sie recht haben, stehen 68 zu 71. Sehr komisch. Ende der Kommunikation. Dillinger lehnt sich nach vorn. Sein hartes Gesicht spiegelt sich kalt auf der Schreibtischplatte. Da sieht Dillinger auf seinem Monitor Alan Bradley, den er zu sich bestellt hat, mit großen Schritten die Chefetage durchlaufen. Alan Bradley ist ein außerordentlich begabter Software-Ingenieur. Setzen Sie sich. Danke. Wir mussten dem Personal der Stufe 7 vorübergehend jeden Systemzugang sperren, aus Sicherheitsgründen. Irgendjemand betreibt hier Datenspionage. Verdächtigen Sie mich etwa? Ich prüfe nicht mal meine Kontoauszüge im Dienst, dafür habe ich zu Hause ein altes Rechenbrett. Gut, ich bin überzeugt, Sie werden es verstehen. Es dauert nur ein paar Tage. An welchem Projekt arbeiten Sie zurzeit? Nun, es heißt Tron. Es ist genauer oder besser gesagt ein Sicherheitsprogramm. Ein Monitor aller Kontakte unseres Systems mit anderen Systemen. Entdeckt dieses Programm etwas nicht Autorisiertes, wird jeder Kontakt sofort eingestellt. Ich habe Ihnen darüber eine Aktennotiz geschickt. Ist es ein Bestandteil des Master-Kontrollprogramms? Nein. Es wird davon unabhängig sein. Es könnte sogar den MCP überwachen. Klingt sehr gut. Nun, Sie werden in ein paar Tagen wieder voll im Einsatz sein, hoffe ich. Dillinger weist Bradley die Tür. Worte wie bitte, danke, guten Tag, wie geht es und auf Wiedersehen hält Dillinger für Zeitverschwendung. Alan Bradleys Plan gefällt dem Big Boss. Ein Programm, das MCP überwachen kann. Großartig. Sogar Dillinger fühlt sich bei dem Gedanken, dass das MCP außerhalb menschlicher Kontrolle geraten könnte, äußerst unwohl. Schließlich zeigte das Master-Kontrollprogramm in letzter Zeit einen geradezu machiavellistischen Machthunger. Dillinger hat seinen Gedanken kaum zu Ende gedacht, als sich das elektronische Ungeheuer auch schon meldet. Mr. Dillinger, ich bin sehr enttäuscht von Ihnen. Tut mir leid. Ich kann nicht zulassen, dass mich ein unabhängiges Monitorprogramm überwacht.
Wissen Sie, in wie viele Systeme ich mich eingeschaltet und wie viele Programme ich mir bereits angeeignet habe? Du bist unbescheiden. Leider habe ich dich so programmiert. Nächste Woche werde ich übrigens das Pentagon anspeichern. Bist du wahnsinnig? Sollte nicht schwieriger sein als einen großen Konzern. Das hat man nun davon, wenn man sich mit einem Menschen einlässt. Einen Moment mal, ich habe dich programmiert. Aber ich bin inzwischen 2415 Mal intelligenter geworden. Was willst du vom Pentagon? Genau das Gleiche, was ich vom Kreml will. Große Konzerne langweilen mich allmählich. Mit den Informationen, zu denen ich mir Zugang verschaffen kann, werde ich die Welt 900 bis 1200 Mal besser regieren als jeder Mensch. Wenn du dich für so unendlich überlegen hältst... Gefällt Ihnen diese Schlagzeile? Encom-Präsident unter Anklage. Soll ich etwa die Geschichte mit Flynn an die Times lancieren? Das würdest du nie wagen. Ende der Kommunikation. Alan Bradley ist sauer auf Dillinger. Stocksauer. Reichlich frustriert betritt er das Labor, in dem seine Freundin Laura arbeitet. Laura ist die Assistentin von Dr. Gibbs, einem der ältesten Mitarbeiter des ENCOM. Hallo, Dr. Gibbs. Doch der Forscher scheint Alan Bradley nicht zu hören. Er und Laura blicken nämlich wie gebannt auf eine Apfelsine, die zu Versuchszwecken auf einem Glassockel liegt, als auch schon eine Stimme über Lautsprecher zum Countdown aufruft. Nun, jetzt kommt der große Augenblick. Das Experiment wird Ihre Theorie bestätigen, dass die Abtaststrahlmethode dem Einzelimpulsverfahren überlegen ist. Laser wird in 30 Sekunden aktiviert. Schutzbrillen aufsetzen. Entfernen Sie sich aus Sicherheitsgründen. Mal sehen, ob wir grünes Licht haben. Zielebene abschirmen. Zielebene abgeschirmt. 20 Sekunden. Dann mal los. 15 Sekunden. Auf diesen Augenblick haben wir lange gewartet. 10 Sekunden. 5 Sekunden. Da. Ein weißlich-gelber Strahl aus der Laserkanone trifft die Apfelsine. Sie löst sich partikelweise auf und verschwindet schließlich ganz. Nichts liegt mehr auf dem Glassockel. Doch aus diesem Nichts setzt sich kurz darauf wieder eine Apfelsine zusammen. Partikel für Partikel. Molekül für Molekül. Perfekt. Macht's euch Spaß, hier unten einfach Dinge zu desintegrieren? Nicht zu desintegrieren, sondern zu digitalisieren. Der Laser absorbiert die Molekularstruktur des Objekts. Doch die Moleküle werden durch den Laserstrahl gespeichert. Und wenn der Computer das Modell dann wieder ausspeichert, fallen die Moleküle wieder an ihren Platz. Voilà. Großartig. Schießt mich mal nach Hawaii. Gerne, aber du musst dein Programm 30 Tage im Voraus buchen. Wie läuft denn oben alles? Frustrierend. Ich hatte Tron fast unter Dach und Fach, als Dillinger das System gesperrt hat, und zwar für alle der Gruppe 7. Hast du gesagt, Personalgruppe 7? Ja, so ein Mist. Ich hatte Tron gerade soweit. Hat Dillinger gesagt, wieso? Quatschte was von Systemspionage. Systemspionage? Du hör mal, Flynn hat vor, in das System einzudringen, seitdem Dillinger ihn gefeuert hat. Und er gehörte zur Zugangsgruppe 7. Ich möchte jetzt zu Flynns Laden fahren. Wozu das denn? Um ihn zu warnen. Und wovor? Dass Dillinger ihm auf die Schliche gekommen ist. Eilig verlassen Laura und Alan den Konzern. Die Stadt empfängt sie mit einer Flut von Lichtern. Wie wohltuend ist das pulsierende Leben. Wie angenehm selbst der Lärm, wenn man aus der weißen Sterilität des ENCOM-Imperiums hinaustritt. Alan und Laura fahren zu Flynns Spielhalle. Lachen. Aufgeregt schnattern die Teenies. Die Druckknopffighter unter sich. Schnell haben Laura und Alan Flynn gefunden. Wie immer schart sich eine Traube Bewunderer um ihn. Flynn ist am Gewinnen. Er trickst sämtliche Computer aus. Laura zupft Flynn am Ärmel. Hey, lange nicht gesehen. So was fehlt uns in dem Laden hier. Ein nettes junges Pärchen. Wir wollen was von dir. Ah, ihr wollt was von mir. Dann kommt mal mit. Und was macht denn die seriöse Wissenschaft so? Alles okay. Geht schon mal rauf. Macht es euch bequem. Ich komme gleich nach.
Laura und Ellen nehmen gerade Platz in Flynns gemütlichem Büro, das direkt über seiner Spielhalle liegt, als Flynn auch schon kommt. Lachend lässt er sich in seinen Sessel fallen. Dann schieß mal los. Du willst in das Encom-System? Du kommst immer noch gleich zur Sache, nicht wahr? Okay, ihr habt recht. Ich habe schon versucht, in das System reinzukommen. Mit Erfolg versucht? Leider nicht. Wenn ich jedoch ein Direktterminal hätte. Treibst du etwa Datendiebstahl? Diebstahl ist so ein hässliches Wort. Genauer gesagt, es geht mir nur um ein paar stichhaltige Beweise. Verstehe ich nicht. Okay. Sherman hat das Ausspeicherungsbelegsystem auf 3 Jahre eingestellt. Und Kevin Flynn? Damals einer von Encoms begabtesten jungen Software-Ingenieuren? Der war auch nicht untätig. Das heißt, er geht nachts hin, um sich einen privaten Programmspeicher aufzubauen. Und beginnt nunmehr, das Programm für ein Videospiel zu erfinden und nennt es Space Paranoids. Du hast Space Paranoids erfunden? Paranoids, Matrix Blaster, Y-Squad, eine Menge Programme. Ich war so dicht dran, mein eigenes Unternehmen zu starten, Mann. Aber da erschien ein anderer Software-Ingenieur auf der Bildfläche. Nicht ganz so jung, nicht ganz so begabt, aber verdammt clever und gerissen. Ed Dillinger. Eines schönen Abends will unser emsiger kleiner Flynn seine Videodaten abrufen, doch es erscheint nichts, 0, nichts. Und was passiert 3 Monate später? Dillinger präsentiert Encom 5 Videospiele, die er erfunden hat. Das Schwein hatte nicht mal die Namen geändert, Mann, und wurde dafür auch noch befördert. Und so begann sein kometenhafter Aufstieg. Und was ist er jetzt, Vizepräsident? Nein, er ist Präsident. Inzwischen stecken Videofans global $2 Millionen pro Woche in Paranoid-Automaten. Und ich sehe keinen Cent davon, bis auf das, was ich heraushole. Ich verstehe auch jetzt noch nicht, wieso du in das System einbrechen willst. Mann, weil irgendwo in diesem verdammten Speichersystem die Beweise stecken. Wenn ich da endlich rankäme, könnte ich Dillingers Schiebung aufdecken. Mit meinem Kennwort und Dillingers Anweisung, meine Daten umzuspeichern. Dafür ist es zu spät. Er hat das ganze System für die Gruppe 7 sperren lassen. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, jetzt kann ihn gar nichts mehr stoppen. Ja. Jetzt können Dillinger und der MCP machen, was sie wollen. Nicht, wenn mein Tron-Programm laufen würde. Dann würde das ganze System lahmgelegt. Also, wenn deine Videodaten wirklich da drin sind... Wenn wir ins Gebäude könnten, wenn wir da rein könnten, kann ich so drehen, als wenn wir zur Gruppe 6 gehören. Also, wie wäre es mit uns drei? Gemeinsam fahren Laura, Ellen und Flynn zum Encom. Dieser riesige Betonklotz sieht aus wie viele andere Wolkenkratzer. Fantasie, die sich in waagerechten und senkrechten erschöpft. Laura versucht, die gewaltige Tresortür mit ihrer Keycard zu öffnen. Doch vergeblich. Die junge Frau sieht Ellen ratlos an, als Flynn grinsend eingreift. Hey, lasst mich mal da ran. Mach doch mal bitte Platz. Was hast du vor? Lachend schiebt Flynn seine Karte in den Schlitz und schon lässt sich die massige Tresortür öffnen. Der Zugang zu den Labors ist frei. Die hätten mir nie den Laufpass geben sollen. Nachdem Flynn, Laura und Ellen in 3 weiße Kittel geschlüpft sind, kommen sie ohne Schwierigkeiten an der Wache vorbei. Es ist völlig normal, dass Menschen, die mit Computern arbeiten, ihre elektronischen Partner auch zu ungewöhnlichen Zeiten abfragen. Laura bringt Flynn zu ihrem Terminal, als Flynn sich an Ellen wendet. So wie ich dein Tron-Programm aktiviert habe, kannst du es nur ein paar Minuten lang benutzen, bis Dillinger mitkriegt, was hier gespielt wird. Viel Glück, Mann. Flynns Finger gleiten über die Tastatur des Terminals. Und mühelos stellt er die Verbindung zum MCP her, das sich sofort per Bildschirm und Lautsprecher meldet. Du hättest nicht zurückkommen sollen, Flynn. Hey, 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 das allmächtige Master-Kontrollprogramm höchstpersönlich. Hör auf! Komm, du Angeber, zeig mal, was du kannst. Ich warne dich. Du bist im Begriff, einen großen Fehler zu begehen, Flynn. Ich werde dich auf den Spielraster holen. Du willst mit mir spielen, das kannst du haben. In diesem Moment richtet das MCP hinter Flynns Rücken eine Laserkanone auf Flynn. Wie ein Blitz durchjagt ein Laserstrahl Flynns Körper. Und ein gewaltiger Energiestrom fängt an, Flynn aufzulösen. Partikel für Partikel. Molekül für Molekül. Doch Flynns Bewusstsein bleibt. Ein Wirbel von Farben. Ein Strudel. Irgendwo Musik im Kopf. Ein Drehen. Dann fallen. Stürzen. Auf den Grund eines Kaleidoskops. Kreise. Runden.
Sterne, Quadrate, Unendlichkeit, Himmel über den Himmel. Dann weiß. Stille. Fühlen. Denken. Wie in Trance bewegt Flynn seine Finger. Bewegung ist Leben. Was für ein Leben. Bewegung. Wohin? Langsam öffnet Flynn die Augen. Er blickt an sich hinunter. Er steckt in einem hellgrauen Metallic-Anzug, über den Adern gleich lichtgefüllte Schaltkreise laufen. Es gibt keinen Zweifel. Flynn ist zum Videofighter geworden. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nur ein Traum. In diesem Augenblick tritt eine Wache auf Flynn zu. Eingabeschleuse räumen, Programm. Nun ist Flynn sicher, dass er sich in einem Computer befindet. Ja, er kennt sogar dieses Labyrinth, diese bläulich-weiße Wirklichkeit. Nur gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen der Außenwelt und dieser hier. Von außen ist alles begrenzt, durch das Gehäuse des Monitors. Hier innen jedoch heben sich die Grenzen gegeneinander auf. Die Wache tritt erneut auf Flynn zu. Weg hier, habe ich gesagt. Ah. Hey! Hört zu, falls ich mich hier zufällig falsch geparkt habe, ich kann euch erklären, wie das kommt, okay? Statt Flynns Antwort abzuwarten, schlägt der Wachposten ihn mit einem elektronischen Speer. Wieder durchläuft Flynns Körper dieser ungewohnte Schmerz. Er denkt unwillkürlich an Folter, an Elektroschocks. Und doch, eines kristallisiert sich heraus. Hier, im Schaltzentrum des Mammutcomputers. Hier liegt die Antwort auf Flynns Frage. Von einem Turm her nähert sich ein Videoschlachtschiff. Sein Commander ist Sark, der Dillinger gleicht. Ist Sark Dillingers digitalisiertes Spiegelbild? Sark tritt in Verbindung mit dem MCP. Ich habe eine interessante kleine Aufgabe für dich, Sark. Einen neuen Spieler, ein schwieriger Fall, aber er muss wie üblich behandelt werden. Trainiere ihn mir für die Spiele, lass ihm eine Weile Hoffnung, dann eliminiere ihn einfach. In Ordnung. Ich hoffe endlich mal jemand, der meiner würdig ist. Was ist er für ein Programm? Er ist überhaupt kein Programm, Sark. Er ist ein User. Ein User? Ganz richtig. Er hat sich mir in der wirklichen Welt widersetzt. Widersetzt man sich mir, mache ich kurzen Prozess, also auf den Spielraster mit ihm. Was ist denn los, Sark? Du bist ja so nervös. Nervös? Ich meine, ich weiß nicht so recht, ein User... User haben uns doch programmiert. Sogar dich haben sie programmiert. Kein User hat mich allein programmiert. Ich bin Millionen Menschenjahre wert. Und wenn ich es nicht tue? Willst du es lieber mit mir aufnehmen? Soll ich dir etwa die Energieimpulse drosseln? Warte doch, die brauche ich! Dann reiß dich zusammen, Sam. Trainiere mir diesen Clown. Er wird an den Spielen teilnehmen, bis er spielend stirbt. Verstanden? Verstanden, Master Kontrollprogramm. Ende der Kommunikation. Flynn wird in eine Zelle mit durchsichtigen Wänden gestoßen. Er kommt sich vor wie eine Fliege an der Fensterscheibe. Da entdeckt er zwei Männer, die genauso gekleidet sind wie er selbst. Neuer. Noch ein Programm, das sich daneben benommen hat. Wer seid ihr? Wo bin ich hier? Du bist hier als Gast vom Master-Kontrollprogramm. Na, großartig. Er wird dich für Videospiele benutzen. Soll mir recht sein. Ich bin der beste Videospieler, den es gibt. Wie heißt du? Ich heiße Ren. Na, großartig. Und was bist du gewesen? Oh, ich kann mich kaum noch erinnern, Mann. Mein Name ist Flynn. Hast eben die Orientierung verloren. Ganz normal nach solchem Transport fällt dir schon wieder ein. Flynn betrachtet den zweiten Gefangenen näher. Nein. Doch, es ist Alan Bradley. Oder zumindest trägt er sein Gesicht.
Flynn denkt nach. Und plötzlich weiß er es hundertprozentig. Die Programme verhalten sich wie ihre Programmierer, ihre User. Deswegen ist auch jedes Programm ein Spiegelbild seines Schöpfers. Flynn spricht seine Mitgefangenen an. Alan! Woher kennst du diesen Namen? Das ist doch dein Name, nicht wahr? Der Name meines Users. Woher wusstest du das? Ich bin das Programm von einem User, der Alan kennt. Er hat beim Transport die Orientierung verloren, Tron. Aber trotzdem weiß ich noch eine ganze Menge, dass ich zum Beispiel für meinen User den MCP lahmlegen soll. Mein User will das auch. Ich weiß. Niemals hätte Flynn vorher geglaubt, dass er Tron, Alan Bradleys Superprogramm, in einem Computer kennenlernen würde. Flynn weiß zwar noch, dass er ein User ist, aber der Begriff Computer verschwindet langsam aus seinem Gedächtnis. Dies hier ist ein ganzes Universum. Ein Kosmos, in dem ein grausamer Digitalgott herrscht. Das MCP. Flynn wird aus seinen Gedanken gerissen. Denn eine Wache führt Tron, Ram und ihn auf den Spielraster. Dort stehen schon drei goldfarbene Lichtrenner für sie bereit. Drei Lasermotorräder. Am anderen Ende des Rasters wartet Sarks Team. Boss Blau und seine beiden Jäger. Sie sitzen bereits auf ihren blauen Lichtrennern. Das Spiel besteht nun darin, dass beide Teams versuchen, sich gegenseitig auszuschalten. Wie oft hatte Flynn als User dieses Videospiel gespielt? Jetzt aber ist es Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die über Tod oder Leben entscheidet. Dann, die blauen Maschinen starten. Hier, Postblau, ein Jägerblau. Treibt diese Programme in eure Strahlenmauern. Verstanden, Postblau. Verstanden. Zu spät. Sarks Jäger rast frontal gegen eine Wand, in die er ein Loch reißt. Das Loch ist so groß, dass Flynn sofort seine Chance erkennt. Gold 3, Gold 2 und Gold 1, ich mach mich jetzt aus dem Staub. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mitkommen. Okay. Fertig? Fertig. Bye-bye, Programm. Augenblicklich ertönt über Lautsprecher eine Meldung. Videospielkrieger verlassen den Spielraster. Das ist ein illegales Manöver. Sofort zum Spielraster zurückkehren. Ich wiederhole, sofort zum Spielraster zurückkehren. Und zwei und Gold 3, diese Löschbolzen sind hinter uns her. Ram erblickt einen Deaktivierer. Doch damit nicht genug. Kommandant Sark erteilt neue Befehle. Fangt sie ab. Lasst alle Panzereinheiten ausschwärmen. Fangt sie ab! Ich hätte niemals Panzerprogramme schreiben sollen. Zielgruppe verlässt ihr Schutzfeld. Alle Einheiten verlassen den Spielraster. Zieleinheiten beschleunigen. Oh Mann. Auf der anderen Seite vom Schirm sah alles so leicht aus. Die haben wir jedenfalls abgehängt. Wir haben es geschafft. Bis jetzt. Flynn, Tron und Ram haben die Panzer endgültig abgehängt. Die drei sind in Sicherheit. Sie befinden sich in einer Art Polyesterhöhle, als sie plötzlich etwas Ungeahntes sehen. Wasser. Klares Quellwasser, in dem sich Sonnenlicht spiegelt. Voll Freude knien die drei Männer am Rande des Rinnsals nieder und schöpfen das kühle Nass mit ihren Händen. Sie trinken es.
Und es scheint, als bewahrheite sich ein Satz aus Saint-Exupérys Kleinem Prinzen. Wasser ist doch gut für die Seele. Flints alte Kraft kehrt zurück. Und übermütig fragt er Rem und Tron: Und wann starten wir dem Masterkontrollprogramm einen kleinen Besuch ab? Hä? Was? Wir sind nur drei einfache Programme. Wenn du hier irgendwo eine kleine Privatarmee anheuern kannst, na fein. Aber mein User hat mir gesagt, ich soll dies Ungeheuer erledigen. Sonst komme ich hier nie wieder raus. Wir können nicht an den MCP rankommen. Nicht ohne die Hilfe von meinem User. Ich muss zu diesem Input-Output-Tower und mich mit ihm in Verbindung setzen. Der Input-Output-Tower. Das ist es. Tron muss sich mit Alan Bradley in Verbindung setzen. Alan Bradley muss Tron sämtliche Daten geben, damit er das MCP, diesen elektronischen Tyrannen, neutralisieren kann. Die Zeit drängt. Denn Sarks Gamma ist den drei Flüchtenden auf den Fersen. Einheit meldet, Sichtkontakt mit den kommenden Programmen verloren. Wir steuern nächsten Sektor an. Schussweite 9. Zielobjekt 45. 48 Grad. Martin? Feuer! Nein! Wie durch ein Wunder ist Tron am Leben geblieben. Flynn und Rem aber scheinen deaktiviert worden zu sein. Nichts ist von ihnen zu sehen. Tron setzt seinen Weg zum Input-Output-Tower fort. Nur wenige Meter unter Tron sind Flynn und Rem. Beide sind einen Abgrund hinabgestürzt, aber leben noch. Rem kann die Beine nicht bewegen. Rem! Rem! Komm, wir müssen hier verschwinden! Flynn trägt Rem. Wir schaffen's, Rem. Ich muss nur eine Stelle finden, wo du dich ausruhen kannst. Flynn schleppt Rem weiter. Da entdeckt er vor sich einen verlassenen Deaktivierer. Nicht aufgeben, Rem. Hier bleiben wir erstmal. Hier finden uns die Panzer nicht. Und ich dachte immer, das Ganze wäre ein Kinderspiel. Vorsichtig trägt Flynn seinen verletzten Kameraden in die verlassene Pilotenkanzel. Dann beginnt er, das Steuer des Deaktivierers zu untersuchen. Seine Hände gleiten über die Tastatur des Cockpits. Da. Die Lichter der Kontrolllampen leuchten auf. Flynn überlegt. Und plötzlich wird ihm klar, dass er die Stromkreise der Maschine nur berühren muss, um sie mit Energie zu füllen. Flynn ist ein User. Er ist jedem Programm überlegen. Rem, sieh dir das an. Jetzt zeige ich dir mal, was ein User alles kann. Das hier sieht vielversprechend aus. Beinahe so wie an den Videoautomaten. Okay, gleich rollt die Show. Jetzt sind wir wieder am Ball. Ich glaube, ich schaff's nicht. Mit mir ist es aus. Bist du ein User? Flynn. Hilf Tron. Doch schon verschwindet Rem in einem elektronischen Nebel. Flynn weiß zwar, dass Rem nur ein Programm war, aber ihn befällt dennoch tiefe Trauer. Rem war sein Freund. Thank you.
Tron hat endlich die Pyramidenstadt des Digitaluniversums erreicht. In dieser Stadt steht der Input-Output-Tower. Da plötzlich erblickt Tron eine Frau. Jori. Tron. Oh, Tron. Jori. Ich wusste, du würdest es schaffen. Es gibt noch keinen Schaltkreis, dem du nicht entkommst. Hör zu, Jori. Wir müssen Pläne machen. Wo sind wir ungestört? Komm mit, komm schnell. Jori, die Loras Gesicht trägt, also ihr Programmspiegelbild ist, nimmt Tron an die Hand. Gemeinsam laufen sie die Stufen zum Input-Output-Tower hinauf. Oben thront, gleich einer Sphinx, Dumont, der Wächter des Towers. Er gleicht Dr. Gibbs. Halt! Dumont! Hier stört sonst niemand meiner Ruhe. Was wollt ihr? Ich möchte mit meinem User Verbindung aufnehmen. Ein schwieriges Vorhaben. Und das ist noch milder ausgedrückt. Es könnte mich den Kopf kosten, wenn ich euch hier reinlasse. Die hassen diesen Tower. Sie würden ihn auch schließen, aber das sagen sie nicht. Sie haben mich hier nur eingesetzt, falls einer von ihnen einmal mit der anderen Welt in Verbindung treten will. Dumont! Mein User hat Informationen, die hieraus wieder ein freies System machen könnten. Nein, wirklich. Hier könnte wieder Hochbetrieb sein, ein Programmaustausch wie früher. Ohne, dass ein MCP dich dabei kontrolliert. Wenn man so lange in dem System ist wie ich, hat man viele Versprechen, viele Beteuerungen gehört, viele kühne Pläne. Bitte, Dumont! Die Wachprogramme! Da sind sie beim Tower-Kontrollprogramm. Na schön, Jori. In Ordnung. Wer ist dein User-Programm? Alan 1. Er ruft mich. Darf ich passieren? Alles Sichtbare muss über sich hinauswachsen und in das Reich des Unsichtbaren übergehen. Du darfst passieren, mein Freund. Tron umklammert mit beiden Händen seinen Identitätsdiskus. Die Scheibe enthält sämtliche gespeicherten Informationen, die Alan Bradley seinem Programm je gegeben hat. Da trifft ein Strahl reiner Energie den Gipfel. Die Verbindung zur Außenwelt ist hergestellt. Hier Alan 1, bitte Empfang bestätigen. Tron bestätigt Empfang. Ich programmiere alle Informationen auf deinen Diskus ein, die den MCP löschen und das System verändern werden. Du musst den Diskus in die zentrale Schnittstelle des MCP einsetzen. Die Schnittstelle des Systemkerns befindet sich im Basisbereich. Wir werden nur dann wieder miteinander in Verbindung treten können, wenn du Erfolg gehabt hast. Viel Glück! Dieser Diskus ist der Schlüssel für eine neue Ordnung. Er wird uns die Freiheit wiedergeben. Tron verlässt den Input-Output-Tower. Mit beiden Händen hält er die Scheibe wie eine Siegestrophäe in die Höhe. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Danke, Dumont. Schnell, die User warten. Vor Dumont baut sich nun Zarg gefährlich auf. Dumont! Wo ist das Programm? Welches Programm? Führt ihn ab. Sarg und seine Wachen versuchen, Dumont zum Reden zu bringen. Dumont aber schweigt, trotz Sargs Drohung. Tron schlägt Sargs Wachen mit der Faust nieder. In diesem Moment erblickt Jori über sich eine Solarsegler-Simulation. Wenn unser Transport Wind kriegen kann, wird uns diese Solarsegler-Simulation über die Spielsee bringen. Raus aus diesem Sektor und zurück in den Zentralcomputer. Tron erwischt einen Beam. Und er und Jori steigen in ein Videoschiff. Da bemerken sie einen Mann, der soeben eine von Zargs Wachen neutralisiert hat. Es ist Flynn!
den Tron für tot gehalten hat. Flynn, sei mir gegrüßt, Programm. Du lebst ja, Flynn. Was du nicht sagst. Wo ist Ram? Ram ist tot. Also komm. Laura. Das ist Flynn, dem ich meine Freiheit verdanke. Laura. Tja, also, da bin ich ihm ja zu Dank verpflichtet. Reiner Zufall. Ich kann nämlich mit den Lichtrennern gar nicht richtig umgehen, obwohl es mal eines von meinen Programmen war. Das Programm ist von dir? Mal müsst ihr es ja erfahren. Ich bin das, was ihr ein User nennt. Und warum bist du dann hier? Ich hab mal auf den falschen Knopf gedrückt. Wenn du tatsächlich ein User bist, dann war alles, was du getan hast, geplant, stimmt's? Schön wär's. Man macht immer nur das, was einem gerade wichtig erscheint, ganz gleich, wie irre es sein mag. So benehmen sich doch meistens nur Programme, dachte ich. Die Illusion muss ich dir nehmen. Bei Usern ist auch nicht immer alles nur geplant. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, aber eine hübsche kleine Fregatte hast du hier. Tron versucht zwar, Sarks Riesenschiff auszuweichen, aber umsonst. Tron stürzt hinab ins Leere. Einen Moment später nehmen Sarks Wachen Flynn und Laura fest. Beide werden auf Sarks Schiff geschleppt und in eine Zelle gestoßen. Dort befindet sich schon ein anderer Gefangener. Dumont! Jori! Tron. Tron ist tot. Wer ist das? Das ist ein User, Dumont. Er wollte uns helfen. Tron hat an ihn geglaubt. Wenn die User uns nicht mehr helfen können, sind wir verloren. Sark betritt die Zelle. Nur mühsam kann er seine Schadenfreude verbergen. Also, wir haben dieses Programm endlich gelöscht. Siegessicher stellt Sark sich vor Flynn auf. Du bist nichts Besonderes. Du bist ein ganz gewöhnliches Programm. Und du auch. Man hätte dich schon längst löschen sollen. Wenn ich dieses Schiff verlasse, wird dieses Schiff und alles, was sich noch an Bord befindet, automatisch gelöscht werden. Und das werdet ihr sein. Sark und sein Gefolge verlassen das Schiff. Das Schiff beginnt sich aufzulösen. Jori und Dumont fallen in sich zusammen. Es scheint, als ob ihre Energie einfach hinausfließt. Da stürzt Flynn sich auf das Mädchen. Hey, Jori. Noch habe ich die Macht eines Users. Sark weiß das nicht. Lass mich in Ruhe. Wir haben versagt. Wir versagen nur, wenn wir jetzt aufgeben. Also komm schon. Jori. Du hast mich reaktiviert. Wie? Warum hast du mich zurückgeholt? Ich brauche deine Hilfe. Komm. Nun ergreift Flynn auch die Mundhände. Flynns Energie durchströmt Dumonts Körper ebenfalls und macht auch bei ihm den Desintegrationsprozess rückgängig. Inzwischen ist Sark, der nichts von Flynns Userkräften ahnt, vor dem MCP gelandet. Sark birst vor Stolz. Gerade will er mit dem MCP reden, als ihm dieses zuvorkommt. Deutlich eine Präsenz. Ein fremder Krieger ist auf dem Plateau. Da erblickt Sark Tron. Ich weiß nicht, wie du überlebt hast, du Sklave. Aber das spielt keine Rolle. Mach dich auf deine Löschung gefasst! Sark ergreift seinen Identitätsdiskus und schleudert ihn mit aller Macht auf Tron. Tron aber hält seine eigene Identitätsscheibe wie einen Schild schützend vor sich. Sarks Diskus prallt ab. Du bist sehr beharrlich, Tron! Und ich bin besser als du! Tron konzentriert sich. Jeder Muskel ist gespannt. Er dreht sich wie ein Diskuswerfer im Stadion.
Die Scheibe schnellt gegen Sarks Stirn. Sark fällt zu Boden. Zum ersten Mal in seinem programmierten Leben hat das MCP Angst. Es fürchtet, seine Macht zu verlieren. Deswegen lädt das MCP Sark wieder auf. Sark, alle meine Funktionen gehören jetzt dir. Übernimm sie. Sark beginnt sich langsam aufzurichten. Er wird größer und größer. Tron sieht voller Entsetzen, dass Sark zu einem Riesen, einem Giganten wird. Mit nur einer Hand versucht Sark, das Schiff, das auf ihn zukommt, zu zerschmettern. In dem Schiff befinden sich Dumont, Yori und Flynn. Flynn lenkt seinen Solarsegler direkt in den zentralen Energiestrom des MCP. Es gibt nur einen Ausweg. Flynn muss abspringen. Hinein in den Kernlaserstrahl. Zwar weiß Flynn, dass er damit seinen Körper, sein Leben riskiert. Doch er weiß auch, dass darin die einzige Chance besteht, das Monster aufzulösen. Von innen her. Für den Bruchteil einer Sekunde ist das MCP abgelenkt. Und in dieser Sekunde schleudert Tron seinen Diskus, den er, als Sark zu Boden gefallen war, wieder an sich genommen hatte, mitten in die Schnittstelle des Systemkerns. Das MCP versucht sich zu wehren, doch vergeblich. Denn es hat ja all seine Kraft an Sark abgegeben. Was für eine Explosion! Welch ein Energieausbruch! Das MCP löst sich auf. Und sein Kommandant, Sark, erlischt in einem weißen Funkenregen. Meine Freunde, seht euch das an. Jeder Tower leuchtet wieder auf. Da erscheint auf dem Bildschirm ein Printout. Space Paranoids von Dillinger annektiert. Originalprogramm von Kevin Flynn. Information Prioritätsstufe 1. Brennender Schmerz durchströmt Flynns Körper. Flynn öffnet die Augen. Er ist im Encom-Labor. Und vor ihm, auf dem Bildschirm, ist ein Printout mit allen Programmen, die er, Kevin Flynn, je erfunden hat. Flynn betastet sein Gesicht, seine Arme. Ja. Er lebt. Er sitzt auf einem ganz normalen Drehstuhl. Und um ihn herum sind Wände. Über ihm eine Decke. Und unter ihm ein Fußboden. War alles nur ein Traum? Ein utopischer Albtraum? Märchen? Wirklichkeit? Die Wahrheit hat gesiegt. Flynn denkt nach. Und da wird es für ihn zur Gewissheit. Er war ein Gefangener seiner eigenen Ideen geworden. Ein Programm. Zwar war das MCP zerstört. Zwar war Ed Dillinger überführt. Und doch fühlte sich Flynn wie ein Kind auf der Schaukel. Nur noch ein wenig höher. Und der Absturz ist vorprogrammiert.